Hallo meine lieben Zuschauer. Leider kennt die Bosheit der Menschen keine Grenzen, und das zeigt genau die Geschichte dieses armen Kätzchens. Man fand das Kätzchen in einem Müllcontainer, mit Klebeband gefesselt. Es wurde unter einer halben Meter dicken Schicht Plastikmüll gefunden, aber diejenigen, die es gerettet hatten, waren schockiert zu sehen, dass es mit Klebeband umwickelt war. Der Tag schien friedlich zu sein, alles lief seinen gewohnten Gang, als alles durch ein Stöhnen unterbrochen wurde. Während die Müllwagen den Müll in den Straßen der Stadt einsammelten, begannen einige Bewohner, Stöhnen zu hören. Zuerst hatten sie keine Ahnung, woher es kam oder was es war, also begannen sie zu suchen. Als sie näher kamen, wurde das Geräusch lauter, und hier sind die schlechten Nachrichten, es war das Miauen einer Katze. Aber als sie herausfanden, dass das Miauen aus dem Müllcontainer kam, erstarrten sie. Sie informierten sofort die Freiwilligen, die glücklicherweise genau rechtzeitig ankamen, bevor die Müllwagen den Müllbehälter abholten und die Katze zerquetschten. Die Freiwilligen begannen, die Müllcontainer zu durchsuchen, und als sie die Katze fanden, waren sie schockiert. Wer auch immer diese Tat begangen hatte, band das arme Kätzchen mit Klebeband fest, damit es sich nicht bewegen konnte. Sie hatten es komplett eingewickelt, damit es sich nicht bewegen konnte und offensichtlich nicht entkommen konnte. Die Freiwilligen, die es geschafft hatten, es zu retten, überredeten es schließlich, etwas zu essen. Bald wurde das Kätzchen zum Tierarzt gebracht, um sicherzustellen, dass es ihm gut ging. Glücklicherweise, laut dem Tierarzt, war die Katze in gutem Zustand, wenn auch sehr verängstigt. Glücklicherweise gibt es bereits viele Anfragen zur Adoption dieser Katze. Es gibt viele Familien, die bereit sind, sich um sie zu kümmern und dieses schreckliche Ereignis zu vergessen. Danke fürs Zuschauen, Freunde! Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen hoch und hinterlasst eure Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank!